Was sollte ich denn überhaupt vor der nächsten großen Bikepacking-Tour alles checken? Ja, hallo zu diesem neuen Video. Für mich steht demnächst mal wieder eine große Bikepacking-Tour an, also so 8 bis 10 Tage. Nicht mega groß, aber zumindest ein bisschen was, wo auch natürlich technisch am Fahrrad einiges passieren könnte, wenn man nicht alles vorher checkt. Und ich dachte mir, das ist eigentlich eine prima Gelegenheit, um euch mal mitzunehmen, wie ich jetzt mein Fahrrad checke vor einer großen Tour. Da sind so ein paar Sachen dabei, die eigentlich offensichtlich sind. Und da sind aber auch ein paar Sachen dabei, wo man eigentlich nicht so oft drauf achtet. Ihr seht schon, optisch sieht mein Fahrrad jetzt schon ein bisschen so aus, als wäre da ein kleiner Wartungsstau vorhanden. Das muss natürlich gar nichts heißen, wenn so ein Fahrrad so dreckig ist. Natürlich weiß ich, dass hier und da die ein oder andere Baustelle an meinem Fahrrad ist. Das wird jetzt nicht so ein Video, wie ich euch erkläre, wie ihr zu Hause selber eine große Inspektion durchführen könnt. Aber es soll sozusagen als Leitfaden dienen. Was sollte ich alles vorher kontrollieren vor einer großen Tour? Und vor allem, wie kann ich das selber kontrollieren? Also falls es euch jetzt um ein bestimmtes Bauteil nur geht an eurem Fahrrad, dann könnt ihr auch in die Shownotes klicken und einfach euren Reiter auswählen, das, was euch interessiert. Das Fahrrad steht jetzt also noch dreckig hier und das Erste, was ich kontrollieren will, ist den Verschleiß der Kette. Der Grund dafür, dass ich übrigens mit der Kette anfange, ganz einfach, meine Kette ist gewachsen. Ja, vorm Waschen will ich die Kette dann natürlich auch wieder abnehmen und dann kann ich sie nicht kontrollieren. Genauso aber, wenn ihr nicht wachst, dann kontrolliert ihr einfach die Kette und sollte die verschlissen sein, ja, dann macht es auch keinen Sinn, die Kette da irgendwie noch drauf zu lassen und den Rest des Fahrrads damit einzusauen, dann also direkt ab, neue Kette drauf. Kette kontrollieren, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich, es gibt sogenannte Kettenverschleißlehren und das sollte man eigentlich zu Hause haben, dieses Werkzeug, und im Prinzip setzt man das hier in die Kette rein, kann damit zwar nicht messen, aber es ist eine Leere, also wenn diese Leere reinfallen sollte, dann ist die Kette verschlissen und da könnt ihr auch ein paar Glieder nehmen und einmal kontrollieren und ja, die Kette sieht auf jeden Fall noch gut aus hier. Ja, sollte die Verschleißlehre jetzt also schon mehr reinfallen und ihr wisst genau, dass ihr so und so viel 1000 Kilometer auf der Tour machen wollt, ja, dann macht es natürlich Sinn, vorher vielleicht auch schon mal zu tauschen. Also einmal Kette ab. Ich empfehle euch natürlich, wenn euer Rad aussieht wie meins jetzt, entfernt schon mal den groben Dreck. Also es ist auf jeden Fall eine große Hilfe. Bevor es weitergeht mit Checken, einmal Laufräder raus und Kurbel raus. Ja, und da kommen wir auch schon zum ersten großen Punkt und das sind die Lager. Lager allgemein, am Fahrrad gibt es ein paar Lager, die man öfter mal checken sollte. Natürlich das berühmt-berüchtigte Innenlager sollte auch in jedem Fall mal geprüft werden. Und da würde ich sagen, haben wir eigentlich so 3 Sachen, die wir machen können, je nachdem, wie verschlissen das Ganze ist. Hier sind oft noch so kleine Dichtungsringe, die ihr natürlich aufhebt und nicht so wie ich jetzt auf den Boden schmeißt. Wenn ihr hier also mit dem Tuch beigeht und das Lager einmal so sauber macht, dann könnt ihr jetzt hier mit dem Finger das Lager drehen. Das sollte eigentlich butterig weich gehen, sich schön drehen lassen. Manchmal kommt es dann vor, dass ihr so kleine Hubbel sogar schon fühlt. Also das sind die Kugeln sozusagen, die da schon aneinander reiben. Bis hinzu, das geht ultra leicht und ihr könnt es drehen und dreht aber wirklich sehr trocken. Jetzt kommt es also wirklich drauf an, wo soll die Reise hingehen. Also wollt ihr eine Bikepacking-Tour machen, die irgendwie 200, 300 Kilometer ist und ihr merkt, das ist schon ein bisschen hubbelig, ja, dann wird das Lager wahrscheinlich noch durchhalten. Aber man steckt auch nie drin. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier 3 Möglichkeiten. Entweder das Lager läuft eigentlich noch ziemlich gut, dann würde ich es auch nicht weiter öffnen, sondern einfach schön sauber machen von außen. Hier ein bisschen Fett rein und Dichtungsringe natürlich alles in sauber wieder montieren. Damit habt ihr das Lager innen nicht gefettet, aber was ihr gemacht habt, ihr habt außen eine Fettschicht drauf gemacht und das verhindert natürlich, dass Wasser
doll eindringen kann. Das ist übrigens eine Sache, die so oder so eigentlich ratenswert ist. Also wenn ihr im Jahr nicht sowieso eine Inspektion machen lasst irgendwo in der Werkstatt, dann ist das eine Sache, die auf jeden Fall den Verschleiß herauszögern kann. Zweite Sache, die man machen könnte, wäre jetzt je nach Lagertyp den Dichtungsring hier wirklich vom Lager abmachen, die Lager richtig schön sauber machen, neu Fett reinpressen und das Lager wieder verschließen mit dem Dichtungsring. Ist ein bisschen aufwendig, kommt auch immer auf das Lager an. Also wenn man jetzt so ein keramisches, wirklich hochwertiges Lager hat, dann macht das total Sinn und muss auch gemacht werden. Wenn man jetzt aber so ein günstiges Lager verbaut hat, ja, in meinem Fall ist es so, das fühlt sich wirklich nicht mehr schön an. Ich weiß, das wird nicht mehr lange durchhalten und ich möchte natürlich nicht, dass es auf meiner Bikepacking-Tour passiert. Deswegen werde ich jetzt hier natürlich ein neues Lager einbauen. Ja, genau dasselbe gilt eigentlich für den Steuersatz, also für die beiden Lager, die hier im Steuerrohr drin sind. Da gibt es auch schon ein Video, wie man das Ganze demontiert und wieder zusammenbaut. Und das ist natürlich genauso ein Lager. Gilt das gleiche wie fürs Innenlager im Prinzip, also entweder sauber machen, Fett oben drauf, wieder zusammenbauen, Lager aufmachen, wenn sie hochwertig sind oder eben neue Lager verbauen. Ja, und wie könnt ihr es am besten prüfen? Natürlich merkt ihr das gleiche wie mit der Kurbel, auch wenn ihr hier einfach dran dreht, dann merkt ihr schon, wirkt die Lenkung hier irgendwie hubbelig oder sowas. In meinem Fall ist das sehr, sehr schön hier, also werde ich nur einmal ausbauen, sauber machen, wieder zusammenbauen. Ja, wir sind immer noch bei Lagern und da dürfen wir natürlich auch die Laufradlager nicht außer Acht lassen, denn das sind auch oft Lager, die man eher seltener kontrolliert und auch im Fahrbetrieb erst merkt, wenn es eigentlich zu spät ist, also wenn die Laufräder dann wirklich Spiel in der Gabel oder im Hinterbau bekommen. Da wollen wir natürlich vorher am besten prüfen, nicht, dass das auf der Tour passiert, denn das ist eigentlich auch eine Sache, da braucht man schon ein bisschen Werkzeug, um so ein Lager wirklich zu wechseln. Ja, heutzutage ist es eigentlich so einfach, so ein Lager zu kontrollieren, wenn man das Laufrad ausgebaut hat, einfach mal hier zu drehen, ja, mal vorsichtig und mal mit ein bisschen Druck. Sollte das jetzt nicht butterweich laufen, so wie ihr das von den anderen Lagern kennt, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, hier die einmal aufzumachen. In meinem Fall laufen die Lager noch sehr, sehr gut. Ich würde jetzt genauso vorgehen wie beim Steuersatz auch. Also einmal sauber machen, kurz ein bisschen nachfetten, wieder zusammen, damit nicht so viel Wasser eindringen kann. Fertig. Sollten die Lager nicht mehr gut laufen, ja, dann ist es natürlich ein Thema für die Werkstatt oder ihr habt einfach das Know-how und könnt es selber wechseln. Und natürlich sind nicht nur Lager in der Narbe selbst, sondern auch im Freilaufkörper. Die sollte man separat natürlich auch nochmal checken. Und das ist auch eine Sache, die man eigentlich viel zu spät erst merkt. Vielleicht habt ihr auch einen Freilauf mit Sperrklinken oder ihr habt, wie ich jetzt, so ein DT Swiss mit Ratchet-System. Das ist natürlich auch extrem einfach zu warten. Und ehrlich gesagt, ich bin ja ein großer Freund von lauten Freiläufen, aber natürlich da, wo es sehr, sehr laut ist, ist auch meistens nicht so viel Fett. Das Gute bei DT Swiss und bei ein paar anderen Namen natürlich auch heutzutage ist so, ihr könnt den ganzen Freilaufkörper mit Kassette abziehen, habt dann hier das Ratchet-System und könnt einmal schauen, wie das so aussieht. Sauber machen, fetten, das ist übrigens eine Sache, wo es auch ein Video gibt. Sucht einfach mal bei uns auf dem Kanal. DT Swiss, Narbenservice, eigentlich ganz easy. Hier kommen wir übrigens später noch zu. Ja, die letzten Lager, die ihr noch an eurem Fahrrad habt, sind die von den Pullis. Meine habe ich erst getauscht, als Ingo und ich die Kette auf Wachs umgestellt haben. In dem Fall sind die noch relativ neu. Je nachdem, wie die gelagert sind. Manche haben auch nur Gleitlager, manche haben Kugellager, keramische Lager und so weiter. Gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Varianten. Schaut nur, dass die Räder noch gängig sind, dass die jetzt nicht so viel Spiel aufweisen und dann sollten die in der Regel auch halten.
Ja, kommen wir nochmal zum Thema Laufräder, denn hier gibt es ja noch ein paar andere Komponenten, die man vielleicht mal anschauen sollte. Und einer der, ja, ich würde mal sagen, meist unterschätzten Komponenten ist die Speiche. Denn, wie ihr vielleicht wisst oder auch nicht wisst, Speichen dürfen nur auf Zug belastet werden. Und wenn zu wenig Speichenspannung vorhanden ist, dann werden Speichen auch auf Druck belastet. Das mögen die gar nicht, dann bricht so eine Speiche. Man muss sagen, um so Speichenspannung zu erfüllen, da braucht man schon ein bisschen Erfahrung. Ich merke hier gerade, dass mein Vorderrad auf jeden Fall nicht genug Spannung hat. Und gerade was auch Carbonfelgen angeht, da gibt es von Herstellern natürlich auch bestimmte Newton-Angaben. Wie viel Spannung darf denn überhaupt auf so eine Felge drauf? Das sind meistens so um die 1000 Newton. Dafür gibt es sogenannte Speichentensiometer. Sowas habt ihr wahrscheinlich nicht zu Hause. Und ich würde auch empfehlen, wenn ihr da nicht firm seid, Laufräder zentrieren, lasst es einfach in der Werkstatt machen. Ja, also wenn ihr keine Ersatzspeichen mitnehmen wollt und irgendwie auf der Fahrt auch noch tauschen möchtet, dann kontrolliert vorher unbedingt eure Speichenspannung, prüft, ob alles okay ist und dann sollte dem auch nichts im Weg stehen. Natürlich kann so eine Speiche immer mal brechen, Pech kann man immer haben, aber so könnt ihr zumindest vorbeugen. Ja, und natürlich die letzte Sache, die ihr kontrollieren solltet, eine Sache sehr offensichtlich, die andere vielleicht nicht so. Sind eure Reifen inklusive Dichtmilch? Und da könnt ihr natürlich einmal rumgucken, wie sieht das Profil aus? Und bei mir sieht man hier schon, ja, einige sind da schon abgefahren und vor allem ist der Reifen relativ porös schon. Ich weiß nicht genau, ob man das auf der Kamera sieht. Hier und da gibt es so ein paar kleine Risse auf jeden Fall. Und der Reifen hat mich jetzt über 2 Jahre begleitet, deswegen gönne ich mir da jetzt mal neue und wechsle natürlich sowieso Dichtmilch mit. Hersteller sagen ja oft, einmal im Jahr sollte man sowieso die Dichtmilch wechseln. Ob ihr diesen Intervall jetzt genau einhaltet oder ein bisschen früher oder ein bisschen rauszögert, je nachdem, ob ihr vielleicht auch mal eine Panne hattet und so weiter. Das bleibt natürlich euch überlassen, aber in jedem Fall guckt vorher nach, wie viel Dichtmilch ist drin. Und auch ein Thema, was oft gemacht wird, schütteln. Und da hört man bei mir gar nichts. Also es ist wohl wirklich allerhöchste Zeit. Aber selbst wenn ihr Dichtmilch hört, also fälschlicherweise vielleicht sogar Dichtmilch, denn oft, gerade bei so höheren Felgen, ist es auch nicht unüblich, dass sich in der Felge mal ein bisschen Wasser sammelt. Und wenn ihr dann schön schüttelt und hört, ah ja, ist ja noch ordentlich drin, ja, ist es vielleicht gar keine Dichtmilch, sondern nur Wasser. Also guckt da auf jeden Fall mal in den Reifen rein, wie es da wirklich aussieht. Ja, für mich heißt jetzt einmal Reifen wechseln. Könnt ihr in dem Zuge natürlich auch einmal prüfen, ob das Felgenband okay ist. Ja, und im letzten Schritt gucken wir uns nochmal genau die Bremsen an. Und zwar natürlich mega offensichtlich, also die Bremsbeläge. Und die wollen wir einmal ausbauen und nachschauen, wie viel da noch drauf ist. Man kann hier, glaube ich, ganz gut erkennen, da ist noch Bremsbelag vorhanden. Aber natürlich geht es jetzt auch darum, wie viel Höhenmeter habt ihr vielleicht auf der Tour? Wie viel müsst ihr überhaupt bremsen? Sind es dolle Abfahrten und Steigungen in eurer Tour oder eben nicht? Und mein Rat ist dann natürlich, ja, wechselt vielleicht doch lieber vorher die Bremsbeläge. Vielleicht kommt ihr dann mit ein paar durch. Je nachdem, wie lange eure Tour geht. Ich weiß, Bremsbeläge wechseln ist jetzt nicht so der Mega-Akt, aber falls dann doch mal irgendwas passiert, ein Kolben setzt sich irgendwie schief oder sowas beim Zurückdrücken, ich finde es immer eigentlich eine ganz gute Idee, vorher Bremsbeläge zu wechseln. In meinem Fall mache ich das jetzt auch. Jetzt nur noch mal schnell zum Thema Bremsscheiben und Verschleiß. Ja, muss man ganz ehrlich sagen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie die Alpen mit angezogener Bremse runtergefahren seid und richtig viel Gepäck dabei hattet, so dass die wirklich dann farblich angelaufen sind, also so blau werden und sowas, dann hält so eine Bremsscheibe schon wirklich sehr, sehr lange. Es gibt da sogenannte Bügelmessschrauben, mit denen man die Dicke messen kann. So eine Bremsscheibe, das dauert ewig, bis die durch ist. Aber es gibt noch ein paar andere Sachen bei der Bremse, wo man drauf achten kann. Und zwar beim Open natürlich hier diese Führung, da wo der Zug rausgeht, denn wenn hier die ganze Zeit gelenkt wird, dann ist
da auch eine Belastung auf dem Zug. Je nach Rahmengröße kann das ein bisschen variieren. Das muss auch nicht nur bei Open sein, sondern das kann auch bei anderen Herstellern der Fall sein. Dafür schraube ich jetzt einmal die Schraube hier raus und schaue mir an, wie sieht die Leitung hier aus. Hier ist auf jeden Fall so eine kleine Kante drin. Die ist aber tatsächlich von der Schraube, die nämlich die Leitung hier sozusagen klemmt, damit die Leitung nicht hier vor und zurück gehen kann die ganze Zeit. Also in meinem Fall sieht das noch sehr, sehr okay aus, aber checkt das auf jeden Fall. Ihr wollt natürlich keine Hydraulikleitung, die auf der Fahrt irgendwie undicht wird. Und das kann übrigens auch ein großes Thema sein, selbst wenn die Führung von der Leitung hier nicht so ist wie bei dem Open. Denn wenn ihr Rollen benutzt an eurem Lenker und die Rolle auf die Leitung drückt, dann kann es auch immer mal passieren, dass die Leitung irgendwo beschädigt wird. Also das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Checkt das definitiv. Und auch was das Entlüften der Bremsen angeht, da müsst ihr natürlich auch schauen, ist euer Druckpunkt noch knackig oder ist der Druckpunkt einfach schon schwammig. Dazu gibt es auch ein Video, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, Bremsen entlüften und so weiter, habe ich schon mal im Detail erklärt. Also werde ich heute auch nicht näher drauf eingehen. Aber das sind so meine Tipps sozusagen, um euer Fahrrad einmal zu checken. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind Schraubverbindungen. Die könnt ihr natürlich auch nochmal prüfen, ist alles fest und ich werde auch die Stütze nochmal rausholen und da nochmal neue Carbonpaste drauf machen, vorher nochmal sauber machen. Aber im Prinzip ist es das. Also ich werde mein Fahrrad jetzt einmal noch durchputzen, bevor neue Belege drauf kommen. Neue Belege rein, alles wieder zusammen und dann ist es auch soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habt ihr vielleicht auch noch Tipps? Wo sollte man unbedingt auch noch checken, bevor man auf eine große Bikepacking-Tour geht? Schreibt es gerne in die Kommentare, interessiert mich auch mega. Und euch viel Spaß bei eurer nächsten Bikepacking-Tour vielleicht. Ciao! Thank you.